Hallo, willkommen bei Paul World, Tag 3. Die Action geht weiter, der Psychose nimmt ihren Lauf und Casey ist anscheinend auch wieder dabei. Grüß dich. Shalom. Paul World, Tag 3, Action. Wird geladen. Hi. Rüstung beschädigt, ja. Achso, ich Jetzt muss kriege ich erstmal die neu starten. Nachricht. Eben hieß es, ja, hier kein Essen, kein dies, kein das. Ja? Pinguin überfrisst sich. Och nee. Ist jetzt hier was draußen? Ja. Hey, einfach gar keinen Stoff mehr gehabt. Am Anfang hatte ich 5 Schafe. Für 10 Minuten draußen hat der Stoff gehalten bis gestern. Oh, da ist sie ja. Da ist diese süße Pinke hier. Die haben mich überfallen, hey. Vielleicht hast du die ja schon gesehen. Ach, hier. Ja. Da, keine Ahnung, sehr, sehr viel. Ich sag mal 8 oder so. Und die kamen alle auf mich zu instant. Ich habe auch nichts gesehen. Die Viecher waren im Weg. Ich habe mich geschossen und ich dachte. Und ich, hä? Was denn jetzt? Okay. Eier, 4 Stunden und. Ich musste noch Dinge hin tun. Lagerfeuer. Nachts war denen zu kalt. Ja, wild. Oh, geil, die Treppe ist hier weg. Oh mein Gott, wie angenehm. Viel besser. Die war Ja, da einfach im gab's nicht. fucking Weg. Ich war mir nicht sicher, ob das mit dem Ofen nicht geklappt hat oder keine Ahnung was. Weil der Scheiß. Erstmal war der Typ da überarbeitet, kaputt, den habe ich erstmal weggestellt. Der Feuerfreter. Ja. Geht halt irgendwie nicht zwei gleichzeitig von denen. Also du musst halt immer nur Ja. anscheinend einen Typen bestellen, aber das reicht ja auch. Der macht es auch super schnell, so ist er nicht. Und alle Kisten voll. Oh mein Gott. Psychose. Irgendwo noch stacken können, irgendwas, oder? So viel Wolle haben die jetzt auch nicht gegeben, oder vielleicht haben sie es ja eingesammelt. Manchmal sammeln die es ja ein. Die ersten paar Wolle-Dinger haben sie eingesammelt, weil man lag danach ja 20 Lagen dann da. Voll. Achso, ich könnte Eisrüstung oder so, nicht nur Eisrüstung, Metallrüstung machen. Und dann gibt es dann auch nochmal Metall. Aufteilungen in Metallrüstung. Na, Auch wieder jetzt nochmal Frost und Dings. Warmmetall, Kaltmetall. Genau, und ich glaube, wir könnten hier sowieso einen Ofen noch wegmachen. Boah, 685 Barren in der Queue. Ja. Könnte man sich für einen Fuchs oder so holen, wenn der andere krank ist. Ist er wirklich krank oder was? Achso, den hast du bei dir drin, ne? Den anderen. Der Fuchs ist halt der Einzige, der das noch kann. Aber der ist halt so lahm. Ja. Ich war mir nicht sicher, ob ich, was ich gestern raus soll, aber ich wollte 4, 5 Schafe am Anfang haben. Hab dann kurz welche rausgetan und wieder rein. Dieser Typ, ne, dieser Rookie, den Wilderer, der ist super, der hilft halt. Der hat doch eine Hand, die hilft, der hat mir geholfen. Der hat die Sphären gemacht und noch ein paar, und ich glaube Pfeile oder irgendwas hat er gemacht. Der war die ganze Zeit am Malochen, der Typ. Feuer. Nämlich den Fuchs. Nämlich den Fuchs hier. Das ist ein Workaholic. Gegen. Oh ne, der Astrox ist doch da. Ich habe ihn wieder reingepackt. Gerade eben. So, ach so, gerade eben. Ach so, ich wusste nicht, dass du da bist. Ja, der grillt halt nicht, deswegen. Schwein! Na gut, zu den Technologien schauen. Ich könnte für diesen legendären Umhang deinen, glaube ich, herstellen. Das Ding ist halt, ist denn die Metallrüstung nicht besser? Ich gehe davon aus, dass die Metallrüstung besser ist, keine Ahnung. Eine Rüstung aus Metall bietet gut Schutz, ist aber schwer. Hochwertige Banken notwendig. Helm genauso. Sind halt easy Mats, Metall, Stoff, Leder, nee, Leder halt, Palladium-Bruchstücke. Nur das Ding ist halt, meine Sachen, die ich jetzt anhabe, achso, die sind eh kaputt. Ah, aber die geben mir auch Leben. Ich
guck mal wegen dem Leben. Wo ist denn das Metalldienst da? Hier. Hier, das ist Hitzemetall. So. Wo ist der Typ jetzt? Der brennt nicht. Ach, ist Nacht oder was? Ach, die pennen ja alle. Der pennt im Stehen anscheinend. Das ist ein richtiger Mann. Ja, ganz oder gar nicht. Richtiger Mann. Willst du auch schlafen? Ich bin in der Pampa unterwegs. So pennen manche so. Manche pennen halt irgendwo, statt auf einem Bett. Kann Lage aufgestellt werden, Aussaat, Hitze, okay. Ah ja, ich stelle mal so ein Silo hin. Arbeitstempo aus, Saat. Oh, Generator, speichert Strom, den Elektropals erzeugen und wird benötigt. Deswegen habe ich noch Elektropals geholt. Noch ein paar Pikachus. Oh, es gibt sogar Terrasphäre. Ich dachte, es ist. Ich bin mit der gelben schon OP. Zwei Zement braucht die nächste Sphäre. Oh mein Gott. Nächster Riesen-Progress ist Zement. Für alles dann. Arbeitstempo Holzfäller. Wie viel Holz hatten wir denn wieder? Millionen, oder? Ach, sind immer noch da. 3.988. Yo. 3,6 Stein. Boah. Ich tue mal gleich rein. Metall habe ich trotzdem gesehen, hast du 1600 rein. Das war ja auch eine Menge von denen. Auch wenn sie verhungert sind. Ja. Diese eine Holzkiste habe ich nicht gut hingetan, oder? Ich kann nicht gleichzeitig auf das Holzding und auf das zugreifen. Ne, sind ein paar Meter. Wir haben die Wolle. Okay. Irgendein Silo herstellen. So, oben diese hässlichen Spiegel gesehen? Ja. Geil, hä? Wunderschön. Kann im Lager aufgestellt werden, erhöht das Arbeitstempo beim Handwerk, das andere Saat. So, wo tun wir die denn hinstellen? Diese, das sind einfach so Buff-Objekte. Ich glaube, ich stelle mir einfach hoch. Oder hast du oben irgendwas geplant? Nein. Das sind dann einfach Gebäude, so ganz kleine, die kannst du nur einmal hinstellen und die buffen einfach das Lager. Du kannst dann nichts machen an denen, glaube ich. Yo! Das Silo ist riesig. Muss man anscheinend rausstellen. Scheiße. Oh, da ist noch ein Ausgang. So. Hä? Kann es nirgends hinstellen. Doch? Nee. Stopp, das war rot. Oh mein Gott, ich habe das Hilo abgerissen mit 10, kann mich nicht mehr bewegen. Wegen Steine. Wegen Steine 300. Hey, es war rot, es kam gar keine blaue Schema. Und ich dachte, ich muss es rausstellen. Ich kann es ja doch reinstellen. So ganz einfach ein Silo rein. So macht man das.
Geht. Okay, dann habe ich sie davon. Da hier. So, da kann man noch gar nicht interagieren mit den Sachen. Passt, habe ich. Olympisches Feuer. Ich weiß, wo das hinkommt. Ich weiß, wo wir Olympia haben. Hä? Wo ist denn das Dach jetzt zum Hochgehen? Oh, ja, ich komme da gar nicht mehr hoch, ohne hoch zu klettern. Passt, egal. Ist auch besser, dann kommen die anderen nicht hoch. Hey, meine Viecher sind hier oben und warten. Oh mein Gott, was machen die denn hier? Die schweben hier oben und machen nichts. Sind jetzt ja, schon verpackt. Auch als nicht da warst. Ja? Ja. Stopp. Nein! Ich habe C gedrückt zum Abbrechen. Und ich bin gerollt, weil ich auf C rollen habe und ich war noch in dem anderen Modus. Ja, jetzt kann ich mich schon wieder nicht bewegen. Was ist denn so schwer jetzt hier? 300 Kilo Holz, sorry. Hier? Oh, man braucht 20 Feuerdrüsen? Dann machen wir das nicht. Nee, bauen wir nicht so olympische Feuer. 20 Feuerdrüsen ist mir doch zu krass. Und 50 Metall. Achso, die kommen ja gar nicht mehr hier hoch zum Einsammeln. Aufs Dach. Ich habe hier tausende Kilos von Metall und Holz liegen. 250 Metall und Holz und alles. Okay, wie... Ich weiß auch nicht, wie ich die runterbringe. Metall waren 50? Holz 100 ist egal, aber Metall ist halt... Ach geht, es sind 250 Kilo, 150 Stück, passt, alles gut. Der Typ grillt immer noch nicht. Du musst dann gleich mal in den Arsch treten, Wichserei. Ja, der muss doch grillen. Ich meine, wir haben ja noch Metall, aber 643? Hast du Max gemacht? Ja. Oh, okay. Das ist wild. Ich glaube, für Nägel brauchst du auch direkt Metall. So Metallbarren. Ja, dann ist sogar gar nicht doch okay, okay. Gut, dann passt das. Grillemeli, der ist, glaube ich, kaputt. Also der ist auf seinem Bett und bewegt sich nicht. Mit dem kann man auch nicht interagieren. Ich tue nochmal weg und neu hin. Ja, packe nochmal weg. Vielleicht... Irgendwie komisch. Ich habe hier noch deinen komischen Quark hier da, den anderen. Jetzt geht's wieder, jetzt bewegen sich wieder. Jetzt frisst er erst einmal. So wie ich das auch sollte. Warum habe ich ein Schaf in meiner Gruppe? So, ich wollte ja die Typen auch nochmal raus tun. So, ich habe dann die Schafe rausgegeben. Ich habe mir 5 Schafe hier gehabt, dass wir Wolle produzieren sollen. Was machen die? Die gehen überall hin und machen alles anderes. Und alles andere nur keine Wolle. Diese Wixi Mixi macht jetzt zwar hier das, die blauen Kugel, aber so viel brauchen wir von denen gar nicht mehr. Ne, die blauen sind ja gar nicht mehr so gut, ne? Ne, so ab 20 sowieso nicht mehr. Ich stelle mal 119 der gelben her. Könnte ich. Naja.
oder 238 der grün. Ich mach gelb direkt, ist ja wurscht. Das ist nur Metall, Holz, Stein und Bruchstücke. Ja, kostet also gar nichts, okay. So schlimm. Also ich lass herstellen. Okay, der spuckt Feuer. Da hat irgendjemand mit der Metallrüstung angefangen. Der Kylo-Typ ist gar nicht mehr da. Lol, das ganze Gefrierfach ist leer. Aber gut, es hat auch so mit der Kühlung halt nur ein paar Stunden gehalten. Der Pal arbeitet richtig fix. Oh, das Schaf hilft mir. Danke. Meine F-Taste habe ich vergessen. Yo, easy. Geil. Das ist automatisch Malochen, KI-Malochen hier. Mal die Metallrüstung anziehen. Okay, Verteidigung 70. LP 250 bringt sie. Die andere Rüstung hat Verteidigung 15, die ich anhatte. Und LP 70. Okay, schauen wir mal. Wow. Und jetzt gibt es dann noch so einen Kopfschmuck. Da habe ich LP 78, Verteidigung 19. Kann ich das auch herstellen? Keine Metallbarren? So, weil ich geordert habe, die anderen Tücher. Wir sind nur welche. Schafe sind schon fleißig. Also Schafe und diese pinken sind immer noch am fleißigsten. Es wird da doch vorher nicht angezeigt, was die für Werte haben. Ja. Jeder hat vorher geschrieben, er hat eine epische Armbrust gefunden. Und dann hat er, das ist krass, deswegen hat er mir gesagt, dass die Vorlagen halt verschieden sind. Du hast die Legendär gefunden, die Stoffrüstung. Und ich muss mir jetzt ganz dringend einen Bogen machen. Wegen der Kontrolle des Schadens. Ich habe mich gestern schon wieder so aufgeregt, dass ich das nicht hingekriegt habe. Und dass ich manchmal auch schneller laufen kann und schießen kann. Aber der Dreifachbogen ist es dann auch nicht, oder? Das ist für die Kontrolle. Oder dann den normalen. Ist er dann nicht zu schwach? Ich bin voller Lederrüstung, das schaut voll geil aus. Ist doch keine mehr. Die schaut. Digga, was denn jetzt? Okay. Jetzt den Helm aufsetzen. 50 Verteidigung, 100 LP. Ja, ist gutes Ding. Okay. Geiles Ding, Mann. So, beim nächsten Bar mache ich dir auch eins. So bestelle ich zumindest. So. Ja, ich kann doch meine kaputte Rüstung geben, ne? Ist ja okay, reicht ja für dich. Ist doch einfach nur so ein komischer Pal. Vielleicht warst du mal ein Pal, gibt's ja als Mensch und die Zehe aus. Oh, ich brauche gleich mal ein Flugvieh von dir. Hast du keins mehr? Ja, ich bin gerade gestorben. Oh. Oha. Ah ne, das ist kacke hier. Stopp. Das war noch fast ganz schön Meter vom Teleporter weg. Lol. Jero spielt immer so bei jedem Spiel halt sehr, sehr einfach, dass es gemütlich hat. Und macht jeden alles mögliche halt aus, was ihn abfacken könnte. Unter anderem auch das Verlieren, wenn man stirbt. Das hat aber schon zu coole Situationen geführt, finde ich. Ja, ich verstehe, dass man das ausmacht. Ja, verstehe ich auch. Weil ja, das fuckt einen hart ab. Korrekt? Ja. Ja. Man geht aber trotzdem anders um mit dem ganzen Spiel nochmal. So. Ja. Man passt ein bisschen UFO-Bi. Was hat sonst noch für eine Bedeutung, wenn du stirbst? Wenn du alles dabei hast, dann. Mhm. Flugviech. Noch kurz sortieren.
Achso, ich habe zwei dieser. Ich habe Liga der Palfran, ich habe Wilder Raluki noch eingezähmt. Lol. Der hat doch funktioniert. Such den gerade. Maving oder wie heißt der? Ich habe gar keinen mehr. Doch hier. Nee, Tom. Ist ein Tombat? Nee, oder? Nee, nee, das Nightwing. Ist. Nightwing. Ich, ist der irgendwo beim Helfen hier? Nee. Oh. Ah, hier, zwei Stück. 11 und 22. Wie kann ich dir denn geben? Sieht echt nicht schlecht aus. Ja, pack den hier halt, keine Ahnung. Achso, anstelle der Uschi da hinten hier. Hab schon. Kannst du nehmen. Dann tausche ich wieder. Unten. So. Ja, danke sehr. Was schaut denn. Die Rüstung, gell? Naja. Schon sexy auch von hinten und so. Und das soll Metall sein? Normalerweise hast du bei jedem Spiel Metall so hingeschissen. So, wo du nichts mehr siehst, weil das so aus wie so ein Ritter aussiehst. Ja. Metallrüstung, Metallbaumräume, was soll die machen ja gerade? 7 von 604. Auch wenn man den Strahl, wo man gestorben ist, elendig weit sieht, ich hätte es trotzdem gern noch oben in der Minimap, also hier in der, was schon. Das X im Kompass, ja. Ist ja klar, safe. Bin ja gespannt, wann das erste Update kommt. Einerseits bin ich froh, dass noch keins gekommen ist, da ich auch noch connecten kann, Server läuft, alles noch kompatibel und es geht. Andererseits ein paar so coole Features sind eh schon viel drin, aber noch wenn. Man meckert ja auf hohem Niveau, aber wenn das Spiel schon so das bietet, kann man das ja machen. Hey, das ist ja, geil, also, super geil, aber. Alles, was wir uns hier jetzt noch wünschen, ist halt wirklich meckern auf ultra hohem Niveau. Over the top schon, ja, ja. Ist ganz krass. Also für einen Early Access Release so rum, ist schon krass. Ey, das Spiel halt irgendwie alle paar Tage da raus. Brutal. Ich hab dir ja auch schon gesagt von Anfang an, also gestern auch, wenn auch nichts mehr dazukommt, es reicht, kann easy als Vollversion durchgehen. Es kann einfach so bleiben. Es wäre schade, wenn nichts mehr dazukommt. Wenn es jetzt quasi fertig wäre. Ja. Aber es gibt Spiele, die sind als Full Release vielleicht 60 Euro rausgekommen und haben weniger geboten, ne? Ja. Und, Man muss dir nichts vormachen, wenn ein Spiel im Early Access ist, also eigentlich schon so gesehen fertig, nur noch sind da Fehler gebastelt. Viel mehr Content kommt ja nicht. Also es wird noch was kommen, aber halt nicht mehr so viel, wie jetzt da ist. Also es wird sich der Content nicht verdoppelt. Wenn jetzt, sagen wir mal, da kommt es auf 80%, kommen noch 20 maximal hinzu, wenn überhaupt, wenn ich jetzt schon auf 90 vom Content und die anderen Sachen sind nur noch die Feinheiten. Obwohl es halt schon gut ist, ey. Was soll ich mir jetzt für einen Bogen bauen? Einen dreifachen oder einen alten? Mit kontrolliertem Schaden. Irgendwie will ich ein Dreifach, dass ich dann auch mit dem schießen kann. Wegen dem. Aber der erste, wie schwer sind sie? Ich mach beide. Ich mach mir erstmal einen normalen hier. Ich möchte dann auch noch schießen können, dann mit dem Dreifachen. Als Ersatz für die Armbrust, falls irgendwas ist. Mehr habe ich irgendwie mehr Beweglichkeit. Schon voller Bögen, ey. Ich glaube, diese Schwebeviecher sind eh kaputt. Hilft mir doch irgendjemand, ey. Das ist ja Wahnsinn. Keiner hilft mir da bei dem Bogen. Gesundheit. Danke sehr. Alter, hier, Zauberkraut, ne? Bei der Apotheke so ein 0815 Nasentropfen. Ne? Ich bin ja absolut kein Nasensprecher. Aber jetzt verfickten Nasentropfen, ne? Ich kann das erste Mal seit Jahren atmen. Du hast jetzt Tropfen, nicht Spray? Ja, jetzt Tropfen. Okay. Ich kann gefühlt das erste Mal seit Jahren atmen. Tropfen ist halt das geil, da schießt es nicht so rein. Bei dem Reinschießen, dann sterbe ich immer, da muss ich noch mehr niesen. Ja. Tropfen ist halt blub und fertig. Oder so wie im Auge halt dann. Ich fühle eher Spray im Auge. Das ist angenehmer, Kappi. Mhm. Das ist 10 out of 10 hier. Achso, ne.
nicht diese Uschi hier da sein? Oh, die macht eh die Arbeit. Okay. Der schmilzt. Passt. Zack. Bogen ist bestellt. Wir brauchen Pauls mit Händen. Also mit mehr Handdinger. Mit schnelleren. Hand 3 oder so. So. Ist das hier? Ich kann Betäubungsknüppel bauen. Lol. Ein elektrisierender Polizeiknüppel. Habe ich ja schon gestern gesehen. 20 Elektrodüsen. Sind leichter zu fangen. Ich kann doch jetzt nicht mit 3 Bügen rumlaufen und Betäubungsknüppel. Ja, aber eigentlich warum nicht? Wollte sagen, wer hält sich auf? Ich mich selbst. Ich stehe mir wie immer selbst im Weg. 13 Kilo Armbrust, 2x6 Kilo Bogen und nur Betäubung. Ja, aber egal. Elektrodüse. Kriegen wir hin oder noch ein paar? Soll ich jetzt 20 ausgeben? Wir haben nur 23. Brauchen wir nicht für was anderes? Keine Ahnung. Ich gebe dir erstmal nicht aus. Wo rennt denn dieses Hurenviech hin? Und direkte Auswahl am Computer für die Waffen. Ich weiß, dass 1 bis 4 schon belegt ist. Aber das kann man ja umlegen. Wie sehe ich, welcher Bogen ist es? 3 Schuss, alter Bogen. Okay, da. Habe ich. Gut. Sind die Dinger oben fertig? Haben sie das gebaut? Das Silo fertig? Oha. Okay, cool. Dann haben wir schon mal Buff-Dinger. Mühle haben wir. Hier. Frucht haben wir nicht. Ist egal. Ja, auch. Ach scheiße, das olympische Feuer hat doch einen Wert. Arbeitstempo. Mit Feuer. Oha, schneller schmelzen, sofort hintun. Auch wenn ich dieses Feuer, diesen verbrauchen muss. Ah, beim schneller schmelzen fühle ich. Dann stelle ich es aber doch noch. Ich wollte es halt da oben hinstellen, wo mein Podest oben ist. Eins links, eins rechts, dass das so magisch ausschaut. So Feuer neben dem. Nur 20 von diesen Feuerdrüsen ist doch ein bisschen too much. Aber ich stelle trotzdem mal eins dahin. Und auf das drauf kann ich es dann nicht stellen. Hier oben kann mir auch keiner helfen. Ah ja, 50 Metallwaren habe ich nicht mehr. Der müsste schmelzen. Oh, das ist ja auch voll. So. Oh, hab noch was zu mir mal gefunden. Eine Suchfunktion in den Rezepten wäre toll. Im Inventar generell einfach, oder? Ja, im Inventar und halt in dem, was du lernen kannst. Ja, da sowieso. Und bei den Shinies auch. Bei den Balls. Dass du oben den Namen oder so eingeben kannst. Das zwar Nummern, aber trotzdem. Ja. Ob ich mir das jemals merken würde. Oh, das Mehl müssen wir auch in das Gefühl einfach tun. Das ist ja auch. Läuft ja auch ab, der Scheißteil. Und wir brauchen mal irgendwas zum Heilen. Da haben wir doch irgendwie nichts. Wir müssen aber trotzdem mal so Kisten machen, wo man sagt, ja, hier sind jetzt nur Munition so drin, aber die anderen tun es ja dann trotzdem falsch machen. Und eine Möglichkeit zu kontrollieren, wo die Shinies hin sollen. Sie da bleiben.
Ja. Oh, diese eine Steinkohle ist anscheinend backt in meinem Inventar. Ich kann die nicht mehr wecken. Ich habe sie jetzt in die Kiste getan. Die ist da, aber in meinem Inventar ist sie auch noch. Aha, okay. Habe ich jetzt genug für das Ding? Ne, noch 10. Was macht er denn? Gönnt sich ein Päuschen. Na komm. Wir müssen dann noch so einen anderen holen. So ein Feuerfuzzi, so ein Fuchsding. Weil wenn der Daumen Pause macht. Ich habe auch dieses shiny Schaf rausgetan, aber das ist so fett. Das ist so groß. Hast du schon mal gesehen? Das ist riesig. Riesige Scheißvieh, Mann. Ich sag's dir. Gott sei Dank, endlich so ein verfickter Teleporter. Ihre Schreiber, das Spiel macht süchtig. Ja, das gibt sich bestimmt, oder? Also, hab ich gemeint. Das ist noch kurz. Ne? Das gibt's nicht. Wird es von heute auf morgen wieder weg? Das ist nur die Aufregung jetzt. Jetzt macht doch einer! Es ist ein scheiß Fuchs und so ein blöder Anders-Typ. Geh doch jetzt hin und brutzel das. Hallo, wo ist denn der Fuchs? Ich bin schon fast am Munkeln, ob wir nicht einfach neben der Base noch eine Base bauen. Also noch so eine, noch einen Radius. Und zwar da dann noch hier so scheiß. Wie kann man. Erstmal, wir brauchen jetzt spontan nur Wolle. Also machen wir so ein Camp und packen da 300 Schafe rein. Hier, die 10 Schafe rein oder was. Das Ding ist, du musst halt jedes Mal Betten und sowas bauen. Ja, also klar, Betten, klar. Essen, Trinken und sowas. Aber ist für die Schafe jetzt zum Beispiel nicht notwendig. Wir kriegen Wolle. Wenn wir 2 Schafe draus lassen oder so, geht das. Ich verstehe, was du meinst. Schafe nur als Beispiel, ne? Ich weiß. Was wäre dann als richtiges Ding, als Non-Beispiel? Kuchen, Honig, dies, das. Ach so, ich muss ja mal Bienen raustun. Ja, guck mal, wie das ist. Ach so, stimmt, weil dann kann man ja wieder 12 raustun. Hier sind wir begrenzt. Also ich habe es eigentlich auf 20 von 15 hoch, aber ich weiß nicht, wann das in Kraft tritt. Weil ich kann es immer nur mit Upgraden dieser Bank erhöhen. Ja, wahrscheinlich einfach Max-Cap, ne? Vielleicht, wenn es dann 15 ist, ist es dann 20 oder was? Geht er von 14 auf 20 hoch. Schon auf 15. Stimmt. Ja, gut, und wenn es in der Nähe ist, ist es ja ganz okay. Ja, okay. Ja, eben, deswegen halt direkt bei unseren Haustür dann quasi. An das blaue Ding ran. Nochmal eins. Ja, genau. Die Grenze. Preis. Ja, okay, dann können wir auch Fixie Foxes ein paar da hinten. Gehen die alle in ein Gehege? Wo sind denn die Bienen überhaupt? Hab ich die noch nie draußen gehabt. Oder wie lesen die sich eigentlich? Was machen die denn? Paldex. Hab ich nicht gesehen. Igarde. Treue ergebene Diener von Elisabeth. Vernichten jeden, der ihre Königin schaden will. Selbst wenn sie sich in die Luft sprengen müssen, um sie zu beschützen. Oh, die können eigentlich alles. Die können alles außer Bergbaumkühlung nicht. Ja gut, Strom erzeugen können sie jetzt auch nicht. Geile Arbeiterbienen, ne? Ja, genau. Transport Level 2, weil sie ja fliegen. Also die können alles außer Feuer, Wasser, Strom, Bergbau und Kühlung. Aber sonst die anderen Sachen, Aussaat, Handwerk, Holz für ein Arzneimittel, Transport 2, Farmarbeit sammeln können, alles. Wow. Setze es auf eine Viehfarm und es wird manchmal Honig produzieren. In dieser Palette-Team ist, steigen die Statuswerte von Elisabeth. Ah, wenn ich da. Okay, dann nehme ich mein Team voller der Bienen hier. Müsste.
Nicht E, Entschuldigung. Was habe ich denn von denen? Ich müsste mindestens 2 haben. 3 sogar. Dann tausche ich mal die gegen die Schafe. Boah, die sind ja voll schnell, Alter. Alter. Das ist irgendwie so wie ein Wassermann, aber ohne Dreizack, mit normalen Speer, mit so einer Stachel. Ja, und ich tu mal so eine Fixit auch noch raus. Ich habe 2 drin. Diese Matzen ist auch nicht so geil mehr von der. Eine reicht erstmal. Lieber noch ein plätziges Bienchen dahin. Ich glaube, man muss das eh irgendwie aufteilen. Weil du brauchst ja dann nachher Strom. Naja. Und du kannst halt, wenn du nicht so viele dieser Teile hast, kannst du nicht alles. Du brauchst ja, keine Ahnung, Bewässerung, du brauchst Feuer, du brauchst Eis, du brauchst Strom. Irgendwann, also wenn ich sag... Ja, hier, gell? Ich habe gar keine Meldung bekommen, aber jetzt sehe ich es erst. Ich tu mal auf... Ich hoffe, die helfen mir. Aber ich habe gar kein Team draußen. Mein Putz ist hier. Einmal, zweimal, dreimal, viermal. Ich habe jetzt die Kleinen, okay. Gut. Und die Uschi ist ja eh da. 28 Meter? Ich sehe die gar nicht. Da. Natürlich muss mein Bogen, mein Abus erst nachladen. Wo ist sie? 100 Mal. 4 Angriff, komm. Oh mein Gott, was ist das jetzt hier? Ach Gott, schon wieder. Oh, wie ich das hasse, ne? Ja, einen Meter bevor ich diesen Portknüppel da anklicken konnte, ja, hat er mich da umgehauen. Meine Typen haben Giftschuss gelernt. Okay, gut. Der eine war gerade Level 5, ist auf 12. Was ist das? Eine Rakete gekommen wäre. Okay. Muss diese Typen... Hey, ich war ja fast wieder zu Hause. Typen hier weg tun. Noch eine extra Seite mit denen. Oh, die Bienen sind aber gestorben. Weißt du warum? Die haben sich in die Luft gejagt und haben alles mitgenommen von den Gegnern. Das ist krass gewesen. Alter, da waren 10 Gegner zusammen, die Türchen auch voll geleckt hier und so. Deswegen sind die dood. Wusste nicht. Tun sie auch für uns opfern. Die sind doch nicht tot. Hä, sie sind schon wieder wiederbelebt. Ja? Ach, die liegen jetzt schlafen. Welches Level bist du? 25. Cue mir mal bitte einen Wannwurm-Sattel. Was willst du von mir? Dann, dass du was gelernt hast. Welches Level? Lern mal bitte einen Wannwurm-Sattel 21. Kann ich nicht, weil ich den nicht kenne. Ich brauche, muss einen Pall erstmal kennenlernen. Steht bei mir. Fangen zum Freistand, dann bestimmt einen Pall. Kann ich nicht. Ist Fragezeichen. Warte. Ja, das geht nicht. Ich muss ihn selbst fangen. Ich habe schon, wenn ich dein komisches Nasenbär-Dings da habe,
ist er auch nicht mehr drin bei mir in dem Palt, also geht nicht. Geht das nicht? Nee, also oder? Ich habe ja deinen komischen Typen da, diesen Quarky Fork heißt der, und ich habe den nicht in der Liste bei mir, also der heißt nicht. Ich habe keine Info über den, weil er dir gehört. Nur wenn man den fängt, glaube ich, liest man das aus. Suche die letzte Biene. Ich habe doch drei von denen. Buddler. Nein. Ach doch, hier ist die dritte. Anstelle von dem Fixie Foxy, genau. Ich kann mich hier dahin porten, aber du bist einen holen, oder? Oder habe ich da kein Porting? Bist du zu weit weg? Ich kann da nicht pingen. Das nervt Koordinaten, auch so ein bisschen. Koordinaten sind unten links. Koordinaten. Bei plus minus minus 161 minus 331. Minus 161 minus 131. Minus 161, minus 331. Noch tiefer. Ja, okay, das ist ja irgendwo auf einer anderen Insel, oder? Ja. 331. Ich mach mal einen Punkt hin. Totenkopf. Ich glaube, das nächste, was wir da haben, wäre der Scheideweg der Forscher. Schmetterlingswald? Nee, ich hab da nichts davor. Das ist der nächste Schmetterlingswald. Oder Brücke der Zwillingsritter. Ja, gut. Gott, ich kann hier mal dahin gehen, wenn wir mal kurz gepennt haben, wegen Nacht. Ich hol nur meine Armee. Ja. Ich nehme nur meine Armee mit und ich suche einen, ich glaube, einen Nightwing habe ich noch. Oh. Den tue ich wieder weg. 23, 25, 24. Ich muss doch genau erstmal überlegen, wo es jetzt hochgeht. Ja. Bin doch nicht immer ready, ich muss nur hier. Achso, Metallrüstung, aber. Geht ja nicht wegen Metall, oder? Ah, ich hab Honig, super. Der läuft zumindest nicht ab. Das wäre ja auch wild, wenn Honig ablaufen würde, Mann. Naja, es ist ja doch immerhin ein Lebensmittel oder so, ne? So oder so. Honig kann trotzdem nicht schlecht werden. Aber er schmeckt so bappig, so fade so ein bisschen, oder? Ja, ja, so das bisschen schmeckt dann halt nicht mehr geil. Komischer, ne? Oh. Aber nicht schlecht, meinst du, oder? Na gut. Nee, zur Not, also du könntest im Prinzip ne, hier Apokalypse, ne? Kannst immer noch den Honig benutzen. Geil. Hast du mal was Süßes. Genau wie der scheiß Senf, ne? Der wird ja auch nicht schlecht. Nur sauer. Ja, aber nicht schlecht. Ich drehe mich immer dreimal im Kreis, wo ich hoch kann, ist aber hier. Da. Ich komme. Ich war schon überlegen, einfach auf jede Seite drei Rampen zu machen, ne? Ja, reicht halt einer links, einer rechts. Das wäre halt schon auch für die Symmetrie witzig. Wo die Eier dann mal ausgebrütet sind, aber es geht ja ohne. So. Ja. Ich versuche mal dahin zu kommen. Ich habe dabei meine Daydreams und mein Nightwing. Ja, passt. Guck mal, ob ich von da hochkomme. Und ich. Ach, da bist du. Da ist da ein Portpunkt, wo du bist? Das ist ja 5 Meter neben einem anderen Portpunkt. Hä, geht doch gar nicht, da ist doch schon einer. Okay, dann porte ich mich daneben und laufe dann dahin. Ja, aber dann wird mir die Dinge nicht auf der Karte angezeigt. Wie weit muss man denn in der Nähe sein, dass es angezeigt wird? Das ist total seltsam manchmal. Ja, keine Ahnung, das ist gefühlt random. Und da über die große Brücke. Hey.
Aber ich glaube, ich muss hier wieder weg, weil ich nicht über die Schlucht komme. Ich glaube, das ist die falsche Insel. Hier, da geht's schon mal nicht weiter. Ich versuche nicht weiter. Ja, und ich habe irgendwelche Berge hier. Nehme ich, komme gar nicht in die Richtung. Ich habe Statuspunkte. So, Werte erhöhen. Nochmal leben. Univolt ist hier. Auf jeden Fall diese Feuerviecher, die du haben willst, ne? Oh, geil. Univolt ist hier. Level 8 auf so einem Brutzelding. Kenne ich gar nicht. 4 nicht angreifen. Jetzt klein. Das ist ein Pferd! Oh, ich hab schon wieder Streit mit den nächsten Viechern. Oh, du lasst mich doch einfach in Frieden. Digga, wie krass das Viech. Das schießt Blitze. Dann noch eins. Was habe ich jetzt in der Hand für eine Waffe? Armbrust da. Die 43%, es geht nicht. Okay, ich hab Pferde, die mit Blitzen schießen. Univolt. Achso. Ja, ist cool. Wahnsinn. Ich weiß nicht, wo die sind, aber die sind auch vom Level sehr klein gewesen. Hier. Wurden einst als Gesandte des Donnergottes angesehen und deshalb nicht gejagt. Nachdem jemand Zeuge wurde, wie eines vom Blitz getötet worden ist, schwand ihre Verehrung und heutzutage werden sie wortwörtlich für Arbeiten eingespannt. Kann als Reittier genutzt werden und beim Reiten erhalten deine Angriffe das Attribut Elektro. Passt doch, Elektro-Titte. Beste. Mhm. Warum muss ich hin da hinten? Schauen so einen Bogen, ey. Och Gott, dass es nicht wirklich noch auf der anderen Insel war. Ich sehe Rauchzeichen. Mich ruft jemand, da steht Hallo Gax, hallo! Auf jeden Fall ist hier schon mal noch ein Portbaum. Oh, hier ist ein Lager. Ist das ein freundliches Lager? Ja, oder? Friendly? Nee. Taste 4, Angriff. Oh, toll. Die halten in dem Lager Schafe gefangen. Ja, ja. Weil ich Schafe brauche. Okay, Lager clear. Boah, diese Pferde sind so geil. Die schauen halt aus wie Einhörner. Hat Ultra.
Okay. 3 von 10. Also ich glaube, ich komme so... Oh, da ist ein Speicherpunkt. Hä? Warte, ich habe ihn dann vorbeigelaufen. Armbrust. Was habe ich euch denn getan? Lasst mich doch in Frieden. Uh! 32%? Ja. Okay, da... Ich weiß ja nicht, ob... Nee, du warst hier nicht. Ja, es kann doch... Es können doch jetzt hier nicht alle 5 Meter Speicherpunkte sein. Pünktchen. Punktinus. Leute, ich bin auf die Flagge hochgekrochen. Nee, da wo du bist, war ich nicht. Aber der ist auch ein Speicherpunkt. Ist direkt neben einem anderen Speicherpunkt von dir. Hier bei mir, aber jetzt wo ich gerade bin, ist so eine Vanworm. Okay, da habe ich den Totenkopf hingemacht. Da ist auch ein Speicherpunkt. Hast du gesagt. Bist du gestorben, keine Ahnung. Ja, da bin ich gestorben. Oh Gott, jetzt sind hier diese scheiß Bastarde. Diese Wilderer? Naja. Ich hab noch ein Pferd. Und hier ist noch ein Mammut. Und echt bei jedem Mammut steht hier, dass es Boss ist oder was? Okay, wenn wir die mal farmen können, das wäre ultra. Nächstes. So. Also da, wo ich jetzt bin, ist Speicherpunkt. Ist eigentlich nicht weit von deinem weg. Diese Gelklaus, die greifen einen hier an. Naja. Ja, lass mir Ruhe. Kann ich das einstellen, dass ich direkt dahin laufe? Ich will direkt zu deinem Speicherpunkt dahin, aber... Ich habe mir den auf der Karte anzeigen lassen, nur ist der halt nicht da. Hm. Oh, Eichen. Wieder so ein Frosty-Wosti. Gefrorenes Jumbo-Ei. Auf dieses Jumbo-Ei bin ich gespannt. Ja. Denn die... Auf die riesigen Dracheneier bin ich gespannt. Ach genau, das wollte ich eigentlich damit sagen. Wer zeigt mir doch jetzt auf der... Was ist denn das? Broncherie. Broncherie habe ich gefunden. Einmal, das sind wieder Dinos. Oh. Ein ich kaum Schaden auf. Ich bin hungrig. Oder? Schießen die in die Mauer. So, ich kann nicht dodgen. Wow, nein! Oh Mann, jetzt haben die es kaputt gemacht. Schießen, ich mach keinen Schaden. Aktivier die. Beim Aktivieren schießen sie einfach irgendwo hin und dann schießen sie zweimal gegen die Wand und das dritte Mal treffen sie, dann machen sie sie kaputt. So eine Kacke. Oh mein Gott, was für ein Müll. Die hat mich ganz gut weggeböhmst hier. Ach ja.
Glaub geil. Ich habe ein Broncherie. So, was können die denn? Ein Broncherie. Klingt wild. Oh, das ist ein Bronto, halt, deswegen Broncherie. Ihr Körperduft vor und nach der Paarung unterscheidet sich beträchtlich. Der Duft, nachdem sie einen Partner gefunden haben, wird auch der Duft der ersten Liebe genannt. Liebeswürde. Kann als Reittier genutzt werden? Wenn Broncherie im Team ist, trägt es dein Gepäck, was deine Maximallast erhöht. Aber da bin ich ja gespannt, wie viel bei dem. Bei dem kleinen Chevit ist es plus 50 Kilo. Und ich bin immer noch auf dem Weg zu deinem Speicherpunkt hier. Und ich komme da gar nicht hin. Da ist irgendwas passiert.